Moin und herzlich willkommen bei Yukavu und zu einer neuen Runde World of Warships. Bevor wir loslegen, wollte ich gerade mal meinen Container einsammeln. Mit dabei ist natürlich wieder Thomas. Hallo. So, Container wählen. Mehr Kreditpunkte, mehr Signale, Tarnung, Verbrauchsmaterial. Ich versuche mein Glück. Ich habe letztens schon mal so richtig Lack gehabt und 1000 Dublonen gekriegt. Und diesmal einen normalen Container. Oder? Flaggen. Juliet Whisky Una One. Wahrscheinlichkeit, einen Wassereinbruch zu verursachen, 15%. Na, also so schlecht finde ich das jetzt nicht. Ja. Bei der Wick ist besonders nett mit den Torpedos. Wir hatten ja beim letzten Mal schon die Wickes im Spiel gegen reale Gegner und das wollen wir heute wieder einmal machen. Und mal schauen, ob wir wieder so schnell raus sind. Also der V170-Fahrer vom letzten Mal, der hat uns ja gezeigt, dass man da doch recht lange überleben kann. Und auch gut was reißen kann. Ja, wäre mal schön, wenn wir auch so lange leben würden. Oder wie siehst du das? Schön wär's. Aber ich glaube nicht dran. Ich würde mal sagen, wir starten. So, wir befinden uns im Gefecht. Machen wir Ihnen das Leben schwer. Genau, Kamerad. Herzlichen Dank. Ich sehe gerade 6 Zerstörer. Oha. Vielen Dank. Machen wir Ihnen das Leben schwer. Das wird ja richtig heftig. Herzlichen Dank. Unsere Strategie. Du wolltest Richtung I6. Ja, hinter der Insel im Moment warten. Da müssten dann ja gleich Gegner auftauchen. Wenn wir es geschickt anstellen, versenken wir einen, bevor wir selbst versenkt werden. Tenru, Umikaze und V25. Eine Bogertür. Der VLS, help me please. Ja, okay. Storochevoi. Oha. Bist du da drüben am Nebeln? Nein. Dann sitzt da ein Feind. Oh, jo. Jo, eine V-170. Ah, ich weiß nicht woher, aber von vorne kommen Torpedos. Ich sehe bloß keinen Feind vorne. Auf dem V-170... habe ich gerade welche abgeschickt. Ah, vor mir ist direkt was und Nebel. Ich glaube, sie sind nämlich beide unter Feuer. So, die V-170 habe ich gerade schon mal nicht gekriegt. Nee. Oh, wir haben die ganzen Kleinen bei uns. Schon wieder Torpedos. Ja, ich habe jetzt auch mal welche geworfen. Oh, vorne ist die nächste Kleine. Ja. V25, warte mal, ich muss mal eben umstellen. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Denn so mitten im Gewühl wird richtig lustig. Macht eh nicht mehr lange. Ah, da kommen die ganzen Torpedos. Haben wir da noch irgendwo? Die habe ich gekriegt. Und die ist raus. Ja, in die Richtung wollte ich gerade auch noch feuern, weil ich gemerkt habe, von vorne kommen Torpedos, denen ich nicht mehr ausweichen kann.
Können das Schiff aber nicht mehr drehen, um da drauf zu feuern. Oh, ich kriege hier gerade ziemlich eins auf die Schnauze. Ja, du hast da auch ein Duell gehabt. 5 gegen 1. Ja, ich hab's gemerkt. Es hat gerade Peng gemacht. Aber bist du noch drin? Ich bin vorher schon abgesoffen. Oh. Bin mal gespannt. Ich hab da noch Aale am Laufen. Nee, die haben nicht mehr getroffen. Ja. Immer kurze Runde. Wir sollten uns beim nächsten Mal vielleicht einfach mal zurückhalten, mal 2 Minuten abwarten und gucken, wo die Gegner auftauchen und uns dann entscheiden. Was schießt denn da noch? Nicht aufgedeckt. Hier haben wir noch eine St. Louis. Gegen eine V25 und gegen eine Albany. Da schießt aber noch einer. Eine G101 ist dann noch an der Insel versteckt. Ja, die war gerade fast aus dem Spielfeld raus. Ja, ich bin auch aus dem Spielfeld rausgefahren, weil ich nicht drauf geachtet habe. Ah. Warte, komm jetzt. Aber da unten raus hat einfach die Deckung gefehlt. Ja. Ich sehe gerade, hier ist eine Caledon gegen eine Chester. Und die Chester hat gerade jede Menge Torpedos gefressen. Also wird es die Chester nicht mehr lange geben. Die Chester hat die Caledon noch gekriegt. Ja, ich sehe es, die Chester mit minimal HP. Und die V25 wird wohl auch weg, aber von unten, die rücken gemeinschaftlich vor. Wenn sie es geschickt machen, kriegen sie es hin. Wir haben ja nur noch 4 Boote. Oha. Wo ist denn hier noch Action? Ah, die ziehen alle. Alles zieht in dieselbe Richtung. Da wird es jetzt gleich richtig voll und da geht's rund. Ja, die kesseln die langsam ein, ne? Ja. Von unten kommen 5 und 1 steht oben rechts noch rum. Ja. Geh mal mit der Kamera raus, dass wir da. Ja, ist quasi von 3 Seiten kommen die auf die zu. Die eine kann da gemütlich stehen bleiben und falls die Seite nur dicht machen und die anderen rücken ran. Ja. Auf die Entfernung werden die. Die Tachibana, die müsste mehr Richtung die größeren Schiffe. Allerdings, die hat auch nicht mehr so viel HP, ne? Sehen alle nicht mehr so ganz gesund aus bei uns. Die Storoche Boy. Bin mal gespannt. Die hat gerade Torpedos geschmissen. Die eine nebelt sich. Dürfte jetzt fast auch weg sein, ja. Ja, war klar, die haben nicht so viel Reichweite. Die wären noch ganz gut gekommen, aber. Ja. Oh, die V25 hat gerade ein rosa Schlüppi gekriegt. Jo. Gibt's heute wieder ein Sonnenangebot bei Beate Use. Kostet nix, sie müssen nur doof sein. Kenne ich kaufe die Dinger im 10er-Pack. Vor allem, wenn ich Zerstörer fahre. Oh ja. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Wobei, das schaffen wir nicht. Wir sind meistens so schnell bei den Gegnern drin, mitten im Gewühl, dass wir versenkt werden, bevor wir unsere eigenen mit Torpedos erwischen können. Ja.
Oh, bei der Shikuma sind noch die Torpedos vorbeigegangen. Aber da kommt noch eine Salve. Ja, aber ich finde viel zu weit geschmissen, ne? Ich weiß nicht, ob da von der Entfernung passen kann. Aber die werden auf Punkte gehen jetzt. Versenken da kleine Ding jetzt eh gleich. Ja. Nebel schmeißt Torpedos und hofft, dass sie irgendwann erwischt, aber die Torpedos sind einfach versandet. Wollen die anderen Schiffe sind jetzt nicht mehr sichtbar, ne? Nee, fast nichts mehr. Nur noch die St. Louis. Ja. Ah, jetzt kommt wieder eine Caledon. Da, wo die Torpedos hingehen, da war vorhin auch noch eine. Aber die Torpedos kommen immer zu kurz. Vor allen Dingen scheint der kann auch nur zwei Torpedos rausschmeißen, ne? Ich glaube, wir haben Dreier oder ein Vierer Fächer. Das ist ein bisschen günstiger. Oh, direkt die Shikuma jetzt vor der Nase aufgetaucht. Ja, und von drei Seiten kommen die HEs gerade rein. Ja, ich würde mal sagen, hat sich erledigt. Noch geht's drumherum, aber jetzt. Tapfer gehalten, wirklich tapfer gehalten. Kann man nicht anders sagen. Was habe ich? 45.700 Silbertaler, knapp 1.000 EP bei 8.200 Schaden. Ich schweige mal lieber. 7 Zieltreffer, ein Torpedo, ein Ausfälle, ein zerstört, einmal Wassereinbruch und einmal aufgeklärt. Ja, ich habe mich ein bisschen dusselig angestellt, aber das war irgendwie zu erwarten. Ne? Wir fahren ja immerhin Zerstörer. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Tschüss.